Ganz tief in deinem Herzen weißt du, dass du nicht zu deinem vollen Potenzial lebst. Nimm das Leben nicht als das hin, was dir gesagt wird. Dass du den Weg gehen sollst, den andere gehen, erscheint sinnfrei, weil du ihn nicht gehen möchtest. Du möchtest deinen Weg gehen. Gehe den Weg, der dir vorgegeben wird. Du wirst unglücklich sein. Gehe den Weg, den du willst, der dich erfüllt. Du wirst glücklich sein. Stell die Sachen in Frage, die dir gesagt wurden als Kind und in deiner Vergangenheit. Es ist die Psychologie, die den Erfolg entstehen lässt. Es ist der Verstand des Menschen. Du kannst erschaffen, was du möchtest. Du kannst erleben, was du möchtest. Du kannst leben, wie du möchtest. Sei dir darüber im Klaren, deinen Verstand zu trainieren. Denkmuster dir abzugewöhnen, die dich zurückhalten. Neue Denkmuster entstehen zu lassen, die zum Erfolg führen. Lass dir von niemandem sagen, ob es Familie, Freunde, Lehrer sind, dass deine Träume unmöglich seien. Reagiere nicht darauf, falls es dazu kommt, dass jemand deine Träume für unmöglich hält. Die meisten Menschen haben Grenzen, Probleme mit sich selbst. Erlaube niemanden, und ich wiederhole wirklich, niemanden, dir zu sagen, dass es unmöglich sei. Ignoriere es, blocke es ab. Unmöglich ist nur ein großes Wort. Großartigkeit kann nicht ohne Besessenheit für die Sache erreicht werden. Jeder möchte essen, nur wenige möchten jagen. Jeder möchte Erfolg, nur wenige möchten arbeiten. Wenn es niemand für dich sehen kann, musst du es für dich sehen. Es könnte zusammenarbeiten mit Menschen, mit denen man Träume und Ziele erreichen wollte, platzen aufgrund dessen, weil die es nicht sehen konnten. Wenn die es nicht sehen können, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht sehen kannst. Ausdauer trägt zum größten Teil zum Erfolg bei. Dem Gründer von McDonald's wurde gefragt, wie er es geschafft hat. Die einzige Antwort war Ausdauer. Zweifel geht dir aus dem Weg, wenn du Mut zum Ausdruck bringst. Erfolg ist, den Mut zu haben, in die Richtung deiner Träume zu gehen, in die Richtung zu gehen, wo dein Herz dich hinführt.